Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage und ihr habt vielleicht auch ein paar Rezepte von meinem Channel ausprobiert. Und in meinem heutigen Video geht es um unsere Silvesterparty. Und Silvester ist ja eigentlich so, also da feiert, ich finde, Weihnachten feiert man ja oft mit Familie, da ist alles so vornehm und ja, man stresst sich, glaube ich, schon ein bisschen mit der Vorbereitung. Und an Silvester geht das Ganze, finde ich, ein bisschen legerer zu. Und bei uns gibt es entweder Raclette oder Burger. Und letztes Jahr haben wir Burger zubereitet. Davor die Jahre eigentlich ausnahmslos immer Raclette. Und also es hat wirklich allen super geschmeckt. Sogar meine Schwäger hatten nichts zu meckern, weil die sind manchmal ein bisschen kritisch. Und das Einzige, was mich persönlich ein bisschen gestört hat, ist, dass mir die ein bisschen zu groß waren. Also ich habe die Brötchen oder die Buns eher gesagt, habe ich 80 Gramm schwer gemacht. Und deswegen bin ich dieses Jahr auf die Idee gekommen, mit The Pampa Chef quasi zusammen Mini-Burger zu machen. Und dafür habe ich jetzt hier auch extra mir diese 12er Muffinform quasi, oder ich weiß gar nicht mehr, wie sie genau, 12er Snackform heißt die, glaube ich, die zugelegt. Und wir probieren quasi, ich probiere jetzt heute in dem heutigen Video gemeinsam mit euch diese Form zum ersten Mal aus. So sieht sie quasi aus, wenn man sie quasi auspackt und frisch gewaschen hat. Die Oberfläche, die ist noch mega rau und man sieht hier so richtig so noch die Strukturen vom Ton. Die sind sogar so rau, dass ich es nicht mit dem Geschirrhandtuch abputzen konnte. Das sieht man mal. Also wird es quasi Zeit, eine schöne Patina drauf zu kriegen. Wenn ihr quasi diese Form nicht habt hier, dann könnt ihr quasi das Ganze auch in eurer anderen, also in einer anderen Muffinform zubereiten. Ich habe mir extra quasi das Rezept in der Muffinform ausgesucht, damit man quasi nicht extra nochmal, es gibt ja extra so Patty Burger, so Pressen und sowas, die habe ich auch in groß, aber in klein halt eben nicht. Und damit man jetzt nicht extra irgendwie sich sowas anlegen muss, ist quasi eigentlich die Muffinform perfekt, denn da könnt ihr quasi die Buns zu den Patties. So, endlich kriege ich es mal hin. Ich verwechsel das echt immer. Also, dann passen quasi die Buns zu den Patties und ihr müsst nicht am Herd stehen und das Ganze in der Pfanne anbrutzeln. Denn das hat mich nämlich letztes Jahr auch ein bisschen gestört, dass man dann überall spritzt das Fett. Ich hatte da zwar schon extra so eine Grillpfanne, aber das war eine Riesensauerei und abgesehen davon hier das ganze Gesicht, alles war fettig und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, man fühlt sich da ziemlich unwohl, wenn man dann wie so eine Frikadelle stinkt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und ich würde sagen, wir starten als erstes mal los mit den Burger Buns. Für die Burgerbrötchen benötigen wir einmal einen halben Würfel Hefe, 100 Gramm warmes Wasser, 15 Gramm Zuckerrübensirup, 15 Gramm normalen Sirup, außerdem noch 130 Gramm Buttermilch. Wer Buttermilch nicht hat, kann auch normale Milch verwenden. Ein Ei der Größe M, 500 Gramm Mehl, außerdem noch 80 Gramm geschmolzene Butter und 2 Teelöffel Salz. Das sind bei mir 18 Gramm. Als erstes verrühren wir wie immer unseren Hefewürfel mit Wasser, dem Zuckerrübensirup und dem Zucker für 4 Minuten 37 Grad Stufe 2. So, und jetzt geben wir alle restlichen Zutaten in unseren Mixtopf hinein und verkneten das Ganze auf der Teigknetstufe, bis der Teig sich komplett von dem Rand ablöst. Das seht ihr einfach, wenn ihr dann quasi von oben in den Mixtopf reinguckt. Falls ihr noch ein bisschen Mehl benötigt, gebt ihr einfach noch ein bisschen Mehl hinzu.
Jetzt formen wir unseren Hefeteig zu einer schönen Teigkugel, decken das Ganze in unserer Schüssel luftdicht ab und ich stelle es wie immer drüben oben auf die Fensterbank, denn dann hat der Hefeteig eine schöne Wärme von unten und geht noch ein bisschen schneller auf. Und jetzt lasst ihr den Teig quasi so lange aufgehen, bis er sich verdoppelt hat. Das dauert in etwa eine halbe bis eine ganze Stunde, je nachdem wie warm euer Stellplatz ist. Die Zwischenzeit, die nutzen wir jetzt. Ich nehme mir einen Pinsel mit ein bisschen Sonnenblumenöl, pinsel dann die ganzen Förmchen aus, bemehle die noch ein bisschen und stelle meine Muffinform schon mal auf mein Küchenrost. Jetzt nehme ich mir eine Küchenwaage zur Hilfe und steche immer so ungefähr 45 Gramm Teigklinge ab und dann formen wir die wie immer zu so kleinen Schneebällen und legen die dann in unsere Form rein. Wer jetzt zum Beispiel nicht eine Küchenwaage benutzen will oder mir das Ganze zu stressig ist, der teilt den Teig einfach oder rollt ihn quasi zu einem langen Strang aus, der ungefähr gleichmäßig dick ist und sticht dann quasi einfach 12 Teigbrötchen aus. Jetzt bepinseln wir unsere Brötchen noch ein wenig, geben dann ein paar Sesamkörner hinzu. So schaut das Ganze jetzt aus, ihr Lieben. Die wandern jetzt in den kalten Backofen, denn dann spare ich mir nämlich nochmal die Aufgehzeit bei 200 Grad Ober-Unterhitze und ich schiebe ihn jetzt wie immer ganz unten rein. Für so 30 bis 35 Minuten. Und jetzt noch ein kleiner Tipp. Wem das Ganze abends zu stressig wird, der bereitet einfach den Teig für die Brötchen schon mal am Morgen vor oder am Vormittag, lässt den Teig einfach in Ruhe gehen, backt dann einfach die Buns aus, legt die dann in ein Körbchen, deckt die ab und so habt ihr euch quasi diesen Schritt schon mal gespart und ihr müsst euch dann abends nur noch um die Patties kümmern. Währenddessen die Brötchen schon mal hinten im Backofen sind, bereiten wir schon mal das Hackfleisch fertig vor. Und beim Hackfleisch ist es so, das mache ich immer gerne selber. Und als ich letztes Jahr die Burger gemacht habe, hat man das auch wirklich richtig rausgeschmeckt, dass es selbst gemacht war. Dafür benutze ich nämlich immer einfach nur, mag immer gerne Schweinefleisch, benutze da Schweinenacken und lasse das einfach durch den Fleischwolf gehen. Ich habe für ein KitchenAid so einen Aufsatz, da muss man nicht drehen, sondern einfach nur oben reinmachen. Das geht auch wirklich völlig problemlos. Wenn ihr euch dazu mal ein Video wünscht, schreibt es mir einfach unten rein. Das habe ich jetzt hier bereits schon mal vorbereitet. Das sind bei mir 800 Gramm. Dann würzt mir das Ganze mit ganz viel Pfeffer, ungefähr einen Teelöffel Salz oder anderthalb und ein Viertel Teelöffel Kreuzkümmel. So, Lieben, so schön schauen die jetzt aus. Die sind richtig schön groß. Und jetzt ganz wichtig, wir lassen die Form abkühlen. Und dann geht's weiter mit den Patties. Und jetzt verteilen wir quasi das Hackfleisch einfach nur in unsere Förmchen gleichmäßig rein und lassen das Ganze im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 25 Minuten in der untersten Schiene ausbacken.
jetzt schneiden wir das Brötchen auf und belegen es einfach nach unserer Wahl. So, ihr Lieben, wir haben schon gefestet. Und eine Sache ist zu sagen, also die waren wirklich super lecker. Ich würde auf jeden Fall das Brötchen durch zweimal durchschneiden, dass man quasi so einen Double Cheese Burger macht. Und dann quasi auch den entweder auch das Fleischstück einmal halbiert oder dass ihr die gesamte Fleischmenge nochmal reduziert auf anstatt 800 Gramm Hackfleisch, dass ihr dann einfach 500 Gramm Hackfleisch nehmt. Und ich denke, dann habt ihr genau die richtige Mischung, damit man den auch problemlos in den Mund nehmen kann und nicht so einen riesen Big Mac hat. Ich hoffe, ihr probiert das Rezept mal aus. Und was ich auf jeden Fall auch noch sagen kann, was echt praktisch ist in der Stormwell, dass ihr, wie gesagt, das nicht am Herd, nicht euch an den Herd stellen müsst und braten müsst und dann auch noch alles fettig ist. Und in dieser Stormwell halten sich diese kleinen Fleischteilchen auch noch ein bisschen länger warm. Also es ist jetzt hier immer noch richtig schön heiß, der Stein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Tschüss.